Hallo Leute, herzlich willkommen zusammen Kart und ein weiteres Video. Und zwar heute spielen wir Cashier Simulator. Und Settings habe ich schon eingestellt. Ja, Musik haben wir schon runtergestellt. Das Menü sieht sehr hochwertig aus, aber ich glaube, das Spiel sieht nicht so hochwertig aus. Aber okay, wir starten einfach ein neues Game und gucken mal. Leider nicht in Deutsch, leider nur in Englisch. Aber ist halt so. Okay, wir starten irgendwo im Hotel oder sowas. Oha. Und wieder diese verschwommene Ansicht. Ihr wisst, ich hasse das, ja. Das muss sofort raus. Wo ist es denn hier? Foliage? Was ist Foliage? Partikel Global Illumination. Das, glaube ich, kann das sein. Machen wir mal raus. Apply. Ach, Resume. Nee, ist immer noch okay. Boah. Okay. Also man sieht schon grafisch, ja. Habe ich doch gesagt, das Menü war, glaube ich, hochwertiger als alles andere. Insert Weblink, okay. Aber dieses Gefummel, das nervt mich jetzt schon. Das geht gar nicht. Overall Quality, müssen wir mal gucken, wo das ist. Global Illumination ist es nämlich nicht. Ich denke mal, das ist Post-Progress hier. Post-Progress war es. Okay. Aber trotzdem. Verstehe nicht, warum mein PC das so hoch macht hier. Ultra. Machen wir auf High. Das reicht vollkommen. Post-Progress kann runter. Zack. Brauchst du immer noch. Also wie. Ganz ehrlich, wie kann man so ein Spiel spielen mit so etwas Schwommendes? Da würde ich doch perplex werden. Verstehe ich nicht. Reicht das auf Medium? Ne, immer noch. Das ist echt extrem. Ich frage mich auch, warum man die Einstellung sich überhaupt nicht ändert. Ja. Aber jetzt. Ja. Okay. Gut. Ja, passt doch so. Hat sich jetzt auch nicht viel verändert, muss ich sagen. Oder? Na gut, okay, wir haben ja ein Skateboard. Was haben wir hier noch? Interact, Couch, okay, kann ich mich draufsetzen, okay. Interact, da passiert gar nichts. Doch. Kann ich anmachen. Klima. Sleep kann ich. Interact kann ich bestimmt aus anschalten, das ist schon mal cool. Insert Weblink. A boy can open any Weblink here, example YouTube. YouTube. Komm, okay. Alles klar. Gut, das ist aber jetzt erstmal bestimmt nicht wichtig. So, kann ich rausgehen? Nee. Okay. Go to your shop steht oben rechts. Gut, dann liefern mal unser Haus. Das sieht aber eher aus wie so ein Apartmentzimmer. Okay, wir sind irgendwo in der Wüste. Das sieht so aus fast schon wie so ein Schlachtfeld bei Counter-Strike. Okay, alles klar. Interessant. Gut. Na, wir gehen einfach mal zu unserem Shop. Schauen wir mal. Was ist hier? Nix. Okay. Okay. Welcome to Cashier Simulator. This is the supermarket where you work. You can use your laptop to upgrade the shop. Customers will start coming soon. For now, they will choose one product to buy. They will buy up to 5 products as you upgrade your shop. Okay. Customers will put their chosen products on the counter. You need to interact with the customer and calculate the right total price of this product. Was? To look at the product shelf to check this price. Ach, du musst ja rechnen oder was? Alle new products by buying new shelves using a laptop, okay. Seid ihr willkommen bei Dubai TV und Share Upgrades to enjoy watching videos from all over the internet in your shop while working. Ha, ist ja cool. Das ist ja interessant. Okay. Gehört der LKW in mir? Nö, okay, gehört er nicht. Gut, dann gehen wir einfach mal rein. Go to your shop. Shop opened for customers. Jetzt muss ich auch noch rechnen oder was? Kommen bei TV.
Change Shop sein. Ja. Ja. Confirm. Bei Air Conditioner. Okay, viel kann ich eigentlich nicht machen. Gut. So, hallo. Was möchtest du? Swirlies. Swirlies sind 7 Dollar. Okay, und nu? Checkout. 7. Muss man noch rechnen. Alles klar. Das hier Knopf gibt's hier nicht. Kann ich nicht drücken. Okay. So. Ist hier irgendwas hinten? Okay. Also man muss anscheinend hier nur auffüllen. Es kostet 7 und ich muss refill. Okay. Alles klar. So, der 3. Checkout. Das kostet 3. So. Danke für den Einkauf. Auf Wiedersehen. Wir gucken ja bei TV, bei Chair. Bei New Product Shelf. Ich glaube, ich kaufe mir erstmal einen Chair. Oder? Ne, wir kaufen uns mal so ein Ding. Bei Chair, bei TV. Gucken wir mal. Ah. Okay. Stuhl. Ach, bestimmt, damit ich warten kann. Okay. So, das sind Kekse. Auch wieder 3. Checkout. Jawohl. So, tschüss. Insert Weblink. W. YouTube. YouTube.com. Okay, was macht der hier? Way to load UL. Alles klar. Control TV. Okay. YouTube.com. Macht der ob die richtige Adresse oder war das jetzt nur so ein Gag? Ah. Das ist ja lustig. Full Continue, jawohl, genau. Einfach mal Movies und zack, Rinder. Okay. Dann machen wir lieber Gaming. Was können wir da machen hier? Genau, wir gucken jetzt hier. Einfach ein Ballerspiel hier. Oder wir lassen unsere Antivirus durchlaufen. Genau das machen wir. Wir lassen unsere andere Videos durchlaufen. So. Genau. Du also kann play das Video. Wow. Was ist das denn, Alter? Egal. So, check out. Was willst du? 3 Dollar. Okay, bitte. Kaufen alle nur Kekse. New Product Chef, wir gucken mal. 4 Dollar. So. Okay, steht das jetzt draußen? Jawohl, das steht draußen. Interessant. Aber mehr kann man ja leider auch nicht machen. Schon krass. Ja, man baut sowas Aufwendiges und stellt einfach nur Block dahin. Ein paar Menschen und dann ist gut. Hm, so kann man auch Spiele produzieren. 4 Dollar, ja. So, bitte. 4 Dollar, bitteschön. Tschüss. Air Conditioner, ja, muss ich da mal gucken. Der möchte wieder Kekse haben. Hier deine Kekse. Ja. Aber wieso kann der hier nichts abspielen? Verstehe ich jetzt nicht. Dann müsste Twitch doch hochgehen. Ja, Twitch geht irgendwie auch. Das hier ist Software in Game. Die Videos, oder? Mit Supported und das Browser. Was ist das denn für ein Blödsinn? Denke ich, kann YouTube-Videos angucken. Oh Mann, ey. 4 Dollar.
Was bringt mir denn so ein blöder Fernsehen? Ganz ehrlich. So. Produktshelf, gucken wir mal, was das bringt. $13, okay. Nice. $4. War spannend, ja. Richtig spannend. Guck mal auf so ein Bildschirm hier drauf. Und ich mach mal einfach das. Kann auch alles nebenbei spielen. Wenn das denn macht, aber anscheinend nicht. Was willst du? Ihr kauft doch mal die teuren Produkte, ey. Ich muss was verdienen. Junge, Junge, Junge. Die wollen mich alle ärgern hier. Ein richtiger Gangster hier. Oh, Nachos. $2. Junge, hast du nicht mehr Geld oder was? Ich will mal probieren, was passiert, wenn ich das teuer mache. Bin ich echt mal gespannt. Chef ist full. Vor allen Dingen, jedes Produkt eigentlich... Nur für 10 muss ich das auffüllen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 2. Also verdiene ich eigentlich an jedem Produkt nur $1. Das ist schon heftig. So, oh. Der hat $13. Gut. Jetzt mache ich aber mal $15, mein Freund. So, mal gucken, was du sagst. Der Preis war teuer, der accurate Produktpreis. Ja und? Habe ich das Geld jetzt bekommen? Ach so, dann kriege ich es nicht verkauft. Ach so. Dann verkaufe ich es nicht. Alles klar. Muss also genau der exakte Preis sein, sonst verkaufe ich den Mist nicht. Na toll. Kommt in meinen Laden, kommt rein, ganz billig, billig. Billig zum Einkaufen hier. Jawohl, $13. Ich denke, die können bis zu 5 Objekte hier nehmen. Warum wollt ihr immer nur eins kaufen? Los, ich will, muss Geld verdienen. Zack, zack. Was willst du? $4, okay. Sehr schön. Ich meine, wenn die alle weg sind, ja, und ich die nicht nachfülle, dann müsste der theoretisch doch den hier kaufen. Hm. Die ganze Zeit. Mal gucken mal. Wieder $4, Gott. Ich will mal den Air Conditioner haben. Mal gucken, was das ist. Was das bringt überhaupt. Also es ähnelt so ein bisschen nicht an Simulator, sondern eher so an Tycoon. Ja, dass man sozusagen jetzt langsam das aufbaut und dann tut man sozusagen immer teure Produkte verkaufen. Na, ich denke mal, es geht ja so rum hier, Reihe rum und die Produkte werden immer teurer. Also ich sehe es jetzt eher so als Tycoon an. Weil man hat ja nichts anderes. Man muss nicht trinken, man muss nicht essen. Ja. Also von daher, keine Ahnung. Oh, nachts. Oh, es gibt sogar ein Licht. Mensch. Mal gucken, wie lange die einkaufen wollen. Gut, $4. Halt. So, tschüss. Man kann ja auch eine übelst von hier hinten schon abkassieren, ne? Okay, von hier kann ich füllen.
13 $, das ist schön, dass du meine teuren Produkte kaufst. Dich mag ich. Aber hier ist sonst auch nichts weiter, ne? Fahrrad. Stein. Ansonsten ist nix. 7 $. Ja, 7 $ geht auch noch. Ja, tschüss, Wikowski. Okay, das war's. Keine Leute mehr da. Doch, da kommt noch einer. Ah, nächtliches Einkaufen. Super. War Nachos. Hast du natürlich hier blöd gemacht. Dass du hier keine Videos abspielt, ist doch bescheuert, oder? Browser kann play das Video. Ja, wie? Hä? Man gibt die Möglichkeit, dass man YouTube hier reinmachen kann, aber kann das nicht abspielen. Auch nicht schlecht. Was willst du denn hier? Was ist das denn? Ach so, das ist nur Geld. Ach so, das ist wegen dem Licht. 7 $, okay. Dachte ich gerade, hä, weiße Packung? Ich habe gar keine weiße Packung hier. Aber was ist, wenn ich die anstrahle, denn? Und noch 2 Produkte von dem. Ich lasse es einfach alles ausverkauft. Also so ist meine Strategie. Und dann müssen die theoretisch nur noch das teure Produkt kaufen. Also nachts weißt du, wenn jemand hier kommt, der will was einkaufen. So, 4 $, okay. Ist das überhaupt cleaner? Was willst du denn clean? Aha, du Schmutzfink, zur Nacht. Willst du irgendwas hier sauber machen? Aha, aha. Swirlies. Der Candy wird a Swirl. Aha. Alles klar. Da kommt Kundschaft. Was kaufst du? Die Nachos. Mensch, habt ihr nicht mehr Geld oder was? Ja, wartet mal ab. Bald ist alle. Kann man ja nicht irgendwie vorspulen. Nee, kann man leider nicht. Aber wenn ich auf Plus drücke, nee, auf Minus. Minus ist Escape, alles klar. Und nicht schlecht. Was willst du? Ja, die Rocker hier, die haben Geld. Das merkt man sofort, die haben Kohle. So, jetzt gucke ich mal hier mit Air Conditioner, was das bringt. Air Conditioner, oha. Wie über so eine Dinge reingedallert. Jetzt kühlt hier drin alles. Okay, Kekse, 3 $. So, kann ich noch mehr? Nee. Jetzt eigentlich nur noch neue Produkte hier kaufen und mal gucken. Mehr ist ja erstmal nicht. Hüpf, 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 hüpf. Hier ist eine Alarmanlage, sehr vorteilhaft. Sogar 2 gleich. So, sowas kann ich mir leisten, aber so einen Angestellten kann ich mir nicht leisten. Was willst du? Ein paar Swirlies. Nee, Nachos. Alter. Junge, Junge, Junge. Dubidubidub. Aber ich denke, die Leute können bis zu 5 Produkte kaufen.
Was ist denn hier los? Ach, bestimmt erst, wenn ich alle Regale voll habe. Das ist wahrscheinlich so ein Zufallsprinzip. Der guckt jetzt so, was ich brauche. Ja. Aber im Moment will ich eigentlich nur Kohle machen. Deswegen lasse ich das leer. Ich hoffe, dass die du das hier kaufen. Na, guck mal. Na, was will der denn haben? Jawohl. Die Gangster haben auch Geld. Woher sie das wohl haben? Alles klar. Kann mich zwar drehen, aber der Stuhl bleibt gleich. Okay. Aber eigentlich müsstest du auch abkassieren können. Nee. Okay. Aber kaufen wir jetzt tatsächlich wirklich nur noch die teuren Produkte. Ist doch gut. Das fetzt doch. So, gleich ist wieder Tag. Das heißt, müssten mehr jetzt hier rumlaufen. Swirly 7 Dollar. So. Aber ist krass, ja, wie aufwendig man eigentlich so ein Spiel macht, nur um hier drinnen zu stehen und um Leute abzukassieren. Das ist schon krass. Theoretisch kann man sich das so alles sparen. Da gibt es hier irgendwas Besonderes. Weiß ja nicht. Komm her, das ist richtig krass, ey. Alles so richtig Szenarien aufgebaut. Ein Strand. Hier mit Auto. Ne, das ist schon krass, ja. Kann ich schwimmen? Nö. Ich kann nur unter Wasser laufen. Auch nicht schlecht. Ja, aber trotzdem so vom Aufwand her ist schon krass. Da brauchst du erstmal, um das Spiel zu spielen, eine richtig krasse Grafikkarte. Ja, nur um da in dem Shop drin zu stehen und einfach abzukassieren. Verstehe ich nicht. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können oder vielleicht so, dass man Waren ankaufen muss oder so. Also da, das hätte man bestimmt machen können. Ja, dass man die hier nicht auffüllt, sondern man lässt sie sich liefern oder man muss sie halt selber holen. Wenn man da hinten so einen Einkaufsladen gemacht hätte, man muss dann halt das auch kaufen, was man halt verbraucht. Weiß ja nicht. Na, mal gucken, wie es noch weitergeht. Vielleicht kommt ja noch was anderes. Aber im Moment fühlt es sich wirklich an wie so ein Tycoon-Game. Man gibt ja auch nicht viel aus. So. Das natürlich alles, muss ich das natürlich wieder auffüllen. Beziehungsweise ich mache das neue Regal, weil das ist dann nämlich auch wieder teurer. Oder auch nicht. Scheiße. Kostet auch nur 7 Dollar. Egal. Fülle ich da darauf, oder? Ich gucke bei 55, ob vielleicht noch ein besseres kommt. Und mir fehlen so die Kunden, die ein bisschen mehr wollen. Nacho 2. Ey, bleib mir weg damit. Das fülle ich bestimmt nicht mehr auf.
Noch mal so einen geringen Verdiener hier. Such dir mal einen Job und lauf in die ganze rum. Kannst du mal ein bisschen mehr leisten als so ein Nachos. Was willst du? Oh, der will was reinigen. Ah ne, war das 7? Ne, 4. Wollte schon wieder hier schummeln. So, nächste kostet 55, okay. Hier wird empfohlen, TV und Chair. Da funktioniert der Scheiß noch nicht mal. Checkout 7. Ein paar Kekse. So, gucken wir mal. Nächstes kommt. 3 Dollar Produkt. Das ist dein Ernst? Anstatt Pepsi steht da was? Toppi? Toppi oder Copy? Copy. In der Beschreibung steht Cola, aber im Namen Copy. Warum schreibt man nicht gleich Copy hin oder gleich Cola? Naja, oh, wollen sie auch gleich haben, ne? So. 3 Dollar. Also wenn die jetzt die ganze Zeit nur ein Produkt haben wollen, ist das natürlich auch blöd. Das Menü, ja, so ein Riesenaufwand. Das hätte man eigentlich auch in der Mitte hinschreiben können, wenn es denn hier so bleibt. Oh! Jetzt kommen die Zweierprodukte, schön. Ja, gut. Das war 4 und 7, 11. Schön. Kauf doch mal einer zwei Produkte, ist ja toll. Nacho, 2. Ich glaube, dass ich teure Produkte kaufe. Jawohl. Das sind Kekse und Nachos sind 9. Oh, dann gehen sie wieder. Okay, scheiße. Okay, also wurde sogar schon so einprogrammiert, dass man nicht schummeln kann. Verstehe. Okay, das ist eine Dose 3 und die Kekse 3 sind 6 Dollar. Okay, ich dachte, man kann ein bisschen schummeln, aber gut. Na, ich meine, wer sowas hier baut, ne, da erwartet man ja auch schon, dass es richtig gecodet ist. Jetzt kommen sie langsam, die Zweier, das ist gut. 7 und 3 sind 10. Gut, gut. Gut, also immer schön auffüllen, damit sie immer mehr kaufen. Sieben und 7 sind 14. Nacho, das sind glaube ich 9. Jo. Füllt einfach alles auf, was die kaufen. 7.
Okay, umso mehr Produkte, also um die weiter bedruckte ich hier habe, umso mehr Gewinn bringen sie mir. Zum Beispiel der bringt mir zum Beispiel 2 Dollar Gewinn. Und die hier zum Beispiel würden mir nur 1 Dollar Gewinn bringen. Die hier auch. Das sind 9. 9 mal 7. Dann nicht 63. 63, na gut, die würden mir ja 9 Gewinn bringen. Also 1 Dollar Gewinn bringen die mir sozusagen hier. 4 Dollar. Jetzt also 2 Dollar Gewinn. Okay, also ich denke mal, die ersten 3 1 Dollar, nächsten 3 2 Dollar. Und die hier könnten auch schon, ja, die bringen mir glaube ich auch 2 Dollar Gewinn. Okay, was will der? Zweimal Kekse. Okay, 6 Dollar. Danke für den Einkauf. Beehren Sie uns bald wieder. Das sind 4 und 3. 7. Okay, auch 2. Also auch nur 1 Dollar. Okay. Also es ist nicht hintereinander, sondern es ist durcheinander. Okay, der will Kekse 4. 4 und 7. 11. Warte. Wir gar nicht wissen, wie viele Leute das Spiel Spiel und Taschenrechner benutzen. Also, ich meine, das ist simple Mathematik. Na, 4, 3, ne, 4 und 7, auch wieder 11. Ja, ich lass mal hier das auf, wieder auffüllen, damit ich wieder ein bisschen mehr Kohle kriege. Sieben. Also dauert das hier ewig. Der will nur eine Cola-Dose haben. Zwei haben, okay. 6 Dollar, gut. Aber ich warte noch bis 99, da kann ich das wenigstens auffüllen. Weil die bringen mir mehr. Erst hat der Kopfhörer auf, dann nicht mehr. Okay. Aber ist halt nett, ja. Der setzt die Kopfhörer ab. Das ist nett. Vier und sieben, 11. Gut. Läuft. Da hole ich lieber ein neues Produkt. Weiß ich nicht. Glaube, wir sollten die schon aufgefüllt lassen. Hallo, es kommt immer einer hier. Komm. Einer, der richtig schön rinballert hier. So, 7 und 3 sind 10. Hoch. So, noch ein großer, dann kann ich den nicht vollfüllen hier. Komm. 16, na gut, das werden wir nicht schaffen. 16, also 2 noch. Oh.
War so klar. Also noch zwei. Wo die Dola Cola ist mit alle. Wenn die jetzt jemand nimmt, muss ich die auffüllen. Okay, Kekse auch wieder drei. Junge, Junge, jetzt kommen hier so kleine Peanuts, ey. Kauf doch mal ein bisschen mehr. Ja, gut, 14, super. Gut gemacht. So, ist das wieder voll. Und die Cola 16, das ist schon mal gut. Ist nicht viel. Okay, so, jawohl. 13 und 7 sind genau 20. Super. Dankeschön. Kann ich die Cola wieder aufsammeln oder auffrischen? Hier, 8. Okay, 54 brauche ich jetzt noch und 40. Gut. Oh, was willst du? Oh, super. 3, 16. Schön, schön. Jetzt kommen so lange die großen Produkte. Top, top. Da bringen wir auch immer nur 2 Dollar Gewinn. Das ist schon ein bisschen wenig, finde ich. Aber gut, wenn sie jetzt 2 Artikel kaufen. 3 und 4 sind 7. Zu dunkel, okay. Gleich sind nicht mehr so viele da. Zweimal Kekse, 6. Hey, läuft einfach vorbei. Kann ja wohl nie wahr sein. Auch wieder 2 Kekse. Macht doch mal die Kekse nicht alle hier. Boah, er kauft nur einen Nacho, ey. Was für eine Nacho. Oh, jetzt richtig düser draußen. Zweimal Kekse, 6, wunderbar. Ja, das hier müsste ich auffüllen. Okay, jetzt kommt so keiner mehr. Jetzt gehen wir erstmal eine Runde schlafen. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich schlafe. Nicht, dass mein ganzer Laden ausgeräumt dann ist. Das ist ja so lustig. Sleep, mal gucken. Okay, keiner für mich verkauft. Schade. Ich dachte. Aber wir machen erstmal Feierabend für jetzt. Ja, erster Eindruck. Hm. Also ich muss auch sagen, sehr aufwendig hier so ein bisschen gestaltet, finde ich. Für so eine einfache Sache. Ja, also, weiß nicht, man hätte bestimmt noch mehr draus machen können. Weil das Spiel ist auch schon etwas älter. Man hätte definitiv mehr was draus machen können. Aber okay, gut. Mal gucken, wie es in der nächsten Runde weitergeht. Wie gesagt, hat das Video gefallen, würde ich mich über ein Like freuen und auch über ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.